Hey Leute, hier ist wieder eure Sky the Rooster zu einem neuen Part von Gravity Rush Remastered. Ihr werdet euch jetzt sicherlich wundern, was machen wir hier in der Zwischendimension des Inferno und wer ist das da vorne? Nun, das ist folgendermaßen, ich bin jetzt gerade offscreen dabei gewesen, nochmal in die Zwischendimension zu gehen, ein bisschen Juwelen zu sammeln und alles. Und naja, da habe ich einen von den Reisenden wiedergefunden. Ich glaube, Singlor hieß er. Und ich dachte mir, das Gespräch lasse ich doch mal im Part und schneide danach. A verursacht B, was C verursacht. Aber was, wenn A zu C führt oder C zurück zu A? Was, wenn gar nichts festlegt, dass die Zeit vorwärts verläuft? Was würde dann passieren? Dann könntest du dich an etwas erinnern, das doch gar nicht passiert ist. Oder du erinnerst dich nicht an etwas, das bereits geschehen ist. Wenn du meine Frau gesehen hast, bedeutet das jedenfalls, dass sie noch am Leben sein könnte und im selben... Ob das sein könnte? Ich dachte immer, Zeit wäre festgelegt, aber vielleicht hat er recht und die Schwerkraft kann alles durcheinander bringen. Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich hoffe, wir finden die nächsten 5 Gespräche auch noch und finden es heraus. Na gut, ich werde mich dann jetzt weiter auf den Weg nach Juwelen sammeln. Sollte ich noch irgendwas Interessantes finden, schneide ich es wieder rein. Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt noch ein bisschen weiter mich erkundet, aber also mich so ein bisschen umgesehen und alles. Ich habe zwar noch Juwelen gesammeln können und so weiter, aber leider habe ich nichts Besonderes mehr gefunden. Deswegen habe ich mir überlegt, brechen wir auf nach Vendre Centre zum... wollen wir direkt zum... Wo wollen wir denn mal hin? Platz der Freiheit. Können wir da direkt hingehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten lieber hier zur Wolkenkratzer-Siedlung aufbrechen, dass wir von da aus noch vernünftig in Vendre Centre weitergehen können. Weil am Platz der Freiheit ist ja die nächste große Ankündigung, die Story-Mission. Wenn wir uns das mal hier anschauen wollen. Story-Mission Episode 20. Ein unaufmerksamer Moment. Zuerst Gate, dann zu ihr näher. Mal ganz abgesehen von das, die schien nicht die merkwürdigsten Leute anzuziehen. Vielleicht würde es Spaß machen, Mitbewohner zu haben. Und sich die Wohnung mit zwei Schöpfern zu teilen, hätte doch auch sicher auch irgendwelche Vorteile. Im Zentrum schien vor dem Uhrenturm beim Platz der Freiheit irgendetwas los zu sein. Das wollte ich mir ansehen. Na, dann gehen wir da doch mal hin. Also wie gesagt, ich hatte noch mal so um die 3000 Juwelen gesammelt. Ich habe da noch den Gravitationskick verbessert. Der hat jetzt auch das Maximum erreicht, soweit ich das sehen konnte. Ja, das Einzige, was ich jetzt nicht auf Maximum bringen konnte, war Stasisfeld und Gravitationsgeleiten. Und dieser eine Wert, der sich nicht auf 12 hat verbessern lassen. Aber hey, ich habe ja sowieso nicht vorgehabt, auf 100% zu machen. Oder alle Missionen auf Gold zu machen oder sonst irgendwas. Apropos Gold, ein paar Missionen habe ich auch noch gemacht. Ich habe eine Silbertrophäe gekriegt. Normalerweise mache ich mir nicht so viel aus Trophäen, aber hat mir schon gefallen. Und boah, ist hier viel Militär. Und viel los. Und Gate? Was machst du denn hier? Gate, was machst du hier? Cat spricht mir aus der Seele. Hey, ist Cyanea auch da? Das Ende ist nah, bist du bereit? Oh, geht es etwa Richtung Finale? Das Ende? Wovon redest du? Nenn es Intuition des Schöpfers. Aber ich spüre eine Störung in der Struktur der Realität, als ob viele Dinge sich ihrem Ende näherten. Es könnte deine letzte Gelegenheit sein, in die Zwischendimensionen zu gelangen oder etwas anderes zu erledigen. Etwas Großes wird passieren. Na, wenn du es sagst, kann es wohl nicht schaden, auf was auch immer vorbereitet zu sein. Habe ich alles, was ich brauche? Das ist dir überlassen. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Komm zu mir, wenn du bereit bist, das Ende zu beginnen. Wollen wir die Mission beginnen? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, wir können nichts mehr finden. Und alle Menschen sind in der Stadt. Sehr viel Militär ist da. Sid ist da. Hey, Cat! Eine Eistüte für unterwegs? Wieso diese Menschenmenge? Ist heute ein besonderer Tag? Bürgermeister Denelika macht... Was machst du denn, Eugene? Wieso hast du eine Eisbude? Macht eine große Ankündigung. Und alle wollen sie hören. Ich habe auch endlich die Gelegenheit abzusagen. Die hier geht aufs Haus. Aha. Die gucken dann auch noch gleichzeitig im Fernsehen. Und
Interessantes Podium. Da ist also Denelika. Und Adero. Kennst du diesen Mann, Cat? Er ist Denelikas rechte Hand. Ich habe schlimme Dinge über ihn gehört. Was, Adero? Red keinen Unsinn, du verwechselst ihn. Nein, Cat. Du weißt es nur nicht besser. Er hat geschauspielert. Liebe Mitbürger, der heutige Tag wird in die Geschichte eingehen. Heute ist der Tag, an dem wir uns ein für alle Mal von der Nevi-Bedrohung befreien. Heißt mit mir unseren neuen Retter willkommen. Hä? Das Kriegsschiff? Was zum... Was geht hier vor? Hä? Diese komische Kugel da? Was ist das? Anscheinend ihr neues Spielzeug. Ein Notfall, da kommen Nevi. Hier entlang, schnell! Nicht schieben, Frauen und Kinder zuerst! Perfektes Timing. Weißt du nicht? Kate, ich komme gleich zurück. Kate, irgendetwas stimmt nicht. Meine Damen und Herren, dies ist die Gelegenheit, die imposante Kampfkraft der neuesten Militärtechnologie zu demonstrieren. Die Seeanemone! Ist alles bereit? Hier, seht selbst. Anemone, wisch den Nevi-Dreck auf! Okay. Wieso heißt es Anemone, wenn es so eine verdammte Kugel ist? Aber gut, damit beginnt Episode 20. Ein unaufmerksamer Moment. An unguarded moment. Besiege die Nevi. Das können wir ja wohl am besten. Ach, ich wollte doch die andere Spezialattacke machen. Hab ich jetzt nochmal irgendwas hier besiegt? Aber die Musik, das klingt echt schon danach, als wenn es so Richtung Finale geht. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, ein unaufmerksamer Moment, das scheint doch schon auf irgendwas hinzudeuten. Was hat denn jetzt hier den Nevi erledigt? Und wieso ist hier so viel zum Heilen? Und meine Güte, bin ich froh, dass ich den Gravitationskick nochmal verbessert habe. Boah, sind hier viele. 13 Nevi, 14 Nevi, 15 schon erledigt. 15 nur besiegt. Meine Güte. Und die Seeanemone hilft auch noch kräftig mit. So, dann machen wir jetzt mal die Geschossattacke. Wo man noch welche findet. Diese Waffe hat alle Nevi enorm schnell ausgelöscht. Oh, ich brauche jetzt nur noch zwei Treffer, um Panzerungen kaputt zu machen. Das ist toll. Das war eine gute Entscheidung, den Gravitationskick auf Maximum zu setzen. Aber ich mag die Musik übrigens. Mann, sind hier fette Nevi momentan. Na, wie konnte die Anemone so stark werden? Das ist eine gute Frage, Cat. Die ich leider nicht direkt beantworten kann. Hinter der Seeanemone muss es ein Geheimnis geben. Mann, ihre neue Waffe ist wirklich mörderisch. Ich bin froh, dass sie auf unserer Seite kämpft. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was die Anemone angeht.
Okay, was passiert jetzt? Oh, Junika? Sie greift uns ja an. Oh, verdammt. Ah, ich verstehe. Das heißt also, unser nächster Kampf ist gegen Junika. Shifter, du bist verhaftet. Paragraph 113 des Anti-Nevi-Gesetzes. Widerstand ist unklug. Ich bin was? Wie kannst du mich ausgerechnet jetzt verhaften? Die Seeanemone wird mit den Nevi fertig. Deine Hilfe wird nicht länger benötigt. Wir brauchen keine Störenfriede wie dich in der Stadt. Ich werde Hexeville jetzt beschützen. Was habe ich getan, um verhaftet zu werden? Gibt es nicht Wichtigeres zu tun? Wir müssen zusammenarbeiten, um die Stadt zu retten. Befehl ist Befehl, gib dich geschlagen. Es muss hier nicht das hier muss nicht in Gewalt ausarten, es sei denn, du willst dich der Verhaftung widersetzen. Du bist echt eine vorbildliche Soldatin. Du folgst Befehle um jeden Preis, weil das einfacher ist, als selber zu denken. Da hat Cat nicht ganz unrecht. Befehle, Befehle, Befehle. Tust du immer nur, was dein Commander dir sagt? Ich dachte, es wäre mehr als eine hirnlose Marionette, die alles tut, was der Bürgermeister verlangt. Also, er wäre mehr. Junika, denk doch mal nach. Wenn er mich nicht mehr braucht. Was passiert dann mit dir, wenn du an der Reihe bist? Sei still. Nein. Dann sorge ich dafür, dass du still bist. Nicht gut, Junika. Gar nicht gut. So. Deswegen war ja auch so viel zum Heilen. So, die Frage ist, wo ist sie? Da oben. Wo ist sie denn? Ah, da! Verdammt. So, ich nehme mal Geschossattacke. Da treffe ich sie am ehesten mit. Und hinterher noch gleich ein Gravitationskick. Schöne Kombi-Arbeit. Wenn ich mal treffen würde. Was soll denn das? Shifter, warum kommst du nicht einfach mit? Das wäre für uns beide leichter. Ich entscheide, was ich tue. Deswegen bin ich auch aus der Armee raus, wie man in der Nebenquest gesehen hat. Ich werde nicht einfach mitkommen. Wenn du mich verhaften willst, musst du mich holen. Gut, ich wollte das nicht einsetzen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Waffenkontrolle fordere Stinger-Raketen. Stinger-Raketen! Ernsthaft? Was? Spinnt sie? Raketen? Vor allen Dingen, sie kommt plötzlich an, kommt mit dem Anti-Nevi-Gesetz, will uns unter diesem Vorwand verhaften, weil wir angeblich eine Gefahr für die Anemone seien. Geht's noch? Alter. Das ist echt sowas von ein Plot-Twist. So. Flieg doch nicht immer weg. Lass dich treffen, Mädchen. Ich bin wohl etwas zäher, als du dachtest. Vielleicht solltest du zu deinem Commander laufen und um neue Befehle bitten. Ich bin jetzt leid, wie du das Militär beleidigst. Ich werde dich nicht länger schonen. Überbrücke Sicherung. Impulsgeber und Regulator synchronisiert. Leistung auf 121% erhöht. Oh oh, das heißt, sie hat einen Overdrive-Mode? Also sowas in die Richtung, dass sie halt übersteuern kann, möchte ich schon fast sagen. Wo ist sie denn? Da. Nochmal Geschosse. Die Geschosse haben nicht geklappt. Scheiße. Moment, meine Gesundheit ist ziemlich im Arsch. Was ist zum Heilen suchen? Was zum Heilen suchen? Hier unten war doch was zum Heilen. Da. Lassen wir Junika jetzt einfach mal Junika sein. Und Cat ist jetzt einfach nur Cat und Cat muss sich um ihre Gesundheit kümmern. Genau. Wow. Sie kann Blitze schleudern. Sie kann Blitze schleudern. Das ist ein kranker Bosskampf. Also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass man irgendwann nochmal gegen... Sie fordert mehr Raketen an. Also ich habe damit gerechnet, dass wir irgendwann mal gegen Junika kämpfen werden.
Einfach weil sie wirklich dieser Charakter ist, der Cat schon von Anfang an nicht mochte und wahrscheinlich nur auf den Moment gewartet hat, Cat 1 reinzuwürgen. Deswegen, also das wundert mich nicht, dass wir diesen Kampf jetzt haben. Und, okay, letzten Schlag ausführen. Na gut, bringen wir es zu Ende. Wenn wir das schon können, dann geht's wieder los mit Dusty zusammen. Das ist eine sehr heftige Attacke. Wir haben sie zu Boden gedrängt. Was macht sie da? Oh nein! Dusty? Oh Gott, sind die bescheuert? Sind Dusty eingesaugt? Cat kann sich nicht wehren, sie hat keine Kräfte mehr, wenn Dusty eingesaugt ist. Was machen sie da mit ihr? Wow! Und was machen sie da mit uns? Was? Das ist nicht deren Ernst. Das ist sowas von nicht deren Ernst. Wir haben uns das hier weggenommen und uns eingefroren. Heißt das, wir sind tot oder sind wir jetzt einfach nur gefroren? Auftrag erfüllt. Oh. Sid verteidigt uns. Sie versucht uns zu retten. Hä? Cat, sprich mit mir! Nein. Das ist Verrat, Officer. Was tust du da? Wo bringst du Cat hin? Meine Befehle kommen von höchster Stelle. Ich bin nicht befugt, Vorgesetzte zu hinterfragen. Hör auf, dir etwas vorzumachen! Du sagst, du wärst hier, um die Navy aufzuhalten. Aber was sollst du wirklich tun? Gute Frage. Und was ist da mit der Anemone los? Wieso dreht die so komisch ab? Warum ist die Musik so bedrohlich und sie ist explodiert. Hey, Papa, das Ding benimmt sich komisch, hä? Huh? Commander, etwas stimmt nicht mit der Anemone. Was? Was ist mit der Anemone? Oh mein Gott, sie fängt an, Hexenwild zu zerstören. Ich sitze hier gerade, meine Kinnlade ist gerade auf den Tisch gefallen. Oh Gott, sie schießt Raketen hin und her. Oh nein, jetzt kommt Pepe wieder und das Schiff brennt. Nein, nicht schon wieder. Ja, Junika, flieg hin. Flieg hin und rette dein Schiff. Warte kurz, Cat, ich werde. Du würdest das Schicksal stören. Du. Ich greife nur ungern ein, aber ich muss den Traum verteidigen. Wächter, erfülle deine Rolle. Ich setze dich frei, damit du den Schifter befreist. Okay, das heißt, Cyanea in ihrer Rolle als Schöpferin hat eingegriffen. Auch du bist nur ein Produkt des Traumes. Und du musst deine Rolle erfüllen. Und wir sind damit gleich in Episode 21 gesprungen. Keine Ruhe den Rechtschaffenden. No rest for the virtuous. Okay. Heißt das, wir steuern jetzt auf das Ende zu? Und Junika greift die Anemone an und versagt kläglich. Aber wir haben sie scheinbar noch gerettet. Schifter, wie bist du? Überrascht mich zu sehen, es hilft, Freunde in hohen Positionen zu haben. Und was macht die Superwaffe was macht deine Superwaffe mit der Stadt? Und warum bist du hier und kämpfst dagegen? Wo ist Yuri? Wo ist die Armee? Das Kriegsschiff wurde zerstört, die Befehlskette ist unterbrochen. Es liegt an mir, Anemone zu stoppen. Scheint so, als wäre es ein voller Erfolg, wie sie mit den Navy fertig wird und Hexenwild beschützt. Ich sollte sie lieber aufhalten. Ich finde es übrigens toll, wie Cat so leicht passiv, aggressiv, sarkastisch ist in diesen Kommentaren. Shifter, halt! Das ist eine Militäroperation. Du wärst nur im Weg. Ich werde... Junika? Du bist verletzt. Es ist nur ein Kratzer. Wenn ich die Energie in die Reparatursysteme umleite, ist alles okay. Ich bin die Einzige, die übrig ist, um die Ehre des Militärs zu bewahren. Denk an die Stadt, nicht an deine blöde Ehre. Jetzt ist nicht die Zeit, dumme Grenzen zu ziehen und festzulegen, wer helfen darf und wer nicht. Da hat Cat mal wieder recht. Cat, warte! Anemone, da drin ist...
Was ist in der Anemone? Was ist in der... Was ist in der Anemone? Und oh, wir haben eine Trophäe nebenbei bekommen. Sie kriegt nicht mal einen Kratzer. Nichts klappt. Ich muss sie versuchen, mit mehr Wucht zu treffen. Das hat auch nichts gebracht. Ja, weil ich dran vorbei bin. Was macht Jonika da? Ah, sie hat... Ah, das ist eine Wumme. Ach, das ist eine Panzerung und... Was? Ein... Cat, ziel auf den freiliegenden Kern. Jonika! Oh, sie ist schwer verletzt. Ein Kern? Aber dann ist die Geheimwaffe. Schädenhexewill. Die Superwaffe des Militärs ist außer Kontrolle und zerstört Hexewill. Jeder Angriff auf die Stadt erhöht ihre Zerstörungsstufe. Wenn diese Stufe 100 erreicht, ist Hexewill für immer verloren. Oh Gott, es gibt eine Entscheidungsschlacht um Hexewill. Und die Geheimwaffe, ich denke mal, ihr könnt es euch denken, ist ein fucking Navy. Die haben versucht, die Navy als Waffe gegen die Navy einzusetzen. Wie dumm sind die bitte? Jetzt mal ganz im Ernst. Sie haben versucht, die Navy gegen sich selber zu nutzen? Unkontrollierbare Wesen? Versucht zu kontrollieren? Und... Nein! Einfach nur nein! Wie blöd muss man sein? Tolle Rettung. Das Ding zerstört die Stadt. Wie komme ich besser an den Kern ran? Weil das Ding sich dreht. Ich möchte nicht, dass... Super. Oh, wir haben den Kern erledigt. Und ja, dass das Teil ein Navy ist, das ist für mich sozusagen so ein bisschen, ja, weil es einfach so viele Kerne hat. Sie haben versucht, Waffen herzustellen und dabei Navy als Energiequelle zu nutzen? Arrogante Idioten. Als ob sie solch eine Kraft kontrollieren könnten. Ja, Geld, da hast du recht und ich hab's vor dir erkannt. Bürgermeister, einen Moment. Bestätigen Sie mir, dass ich die Notfallüberbrückung aktivieren kann. Alles, wofür ich gearbeitet habe, hängt von der Anemone ab. Es wäre nur ein kleines Opfer für das übergeordnete Wohl. Wie konnten Sie dieses Monster erschaffen? Dachten Sie wirklich, Sie könnten die Navy kontrollieren? Das Ding richtet mehr Schaden in der Stadt an, als die Navy jemals geschaffen haben. Ja, man hat die Navy noch eine Panzerung gegeben. Dumm muss man eigentlich sein. Entschuldigung, aber das war idiotisch. Von allen, die daran gearbeitet haben. Man kann doch nicht den Feind gegen sich selber hetzen. Also in so einem Maß, in so einer Art gegen sich selber hetzen. Man kann die Navy nicht kontrollieren. Das Ding wird zum Uhrenturm. Was hat es vor? Hm, gute Frage. Nächste Frage. Wow. Was ist das? Warum hat das gerade geleckt? Und warum hat es meinen Angriff abgebrochen? Was war denn das gerade? Ich dachte, dieses Ding sollte die Stadt beschützen. Ja, sollte es auch. Aber es war der komplett falsche Ansatz. Ich bin stinksauer. Ich bin aber auch richtig pumped deswegen. Das ist aber auch jetzt nichts Schlechtes. Das ist ehrlich gesagt sogar eher was Gutes. So. Kann ich jetzt endlich mal... Was? Euer Ernst, ich bin jetzt auch noch gestorben. Ich war wahrscheinlich zu sehr aufgeregt, okay. Ich werde jetzt tief durchatmen. Nochmal tief durchatmen. Und jetzt! Gut, ich bin nicht so weit weg, das ist super. Oh Gott, die Navy-Geschosse. Ich nenne die nur Geschosse, weil die so viele Kugeln rausschießen können.
Wo ist die Anemone? Da. Was will es am Uhrenturm? So, es wird wahrscheinlich nur noch... Wow! Einen Treffer brauchen. Aber wieso hat das gerade so rumgezappelt? Wahrscheinlich, weil das so unkontrollierbar ist. Wow, was ist das denn jetzt? Okay, es hat mehr... Oh nein! Noch mehr Schaden an der Stadt! Das war ein Großteil von Montsandre, der gerade runterfällt. Es ist also... Deshalb ist es also auf den Turm geklettert. Es wird die Stadt zerstören. Ich muss es aufhalten. Ja, müssen wir. Ich glaube... Oh mein Gott, ist das ein krasser Kampf. Es ist zu stark. Ich kann nichts ausrichten. Verdammt, wo kann ich... Wo muss ich hinziehen? Wie kann ich das Ding los? Ah! Das Ding! Ich glaube, das Ding muss ich angreifen. Cat, reiß ein Loch in die Raumzeitdimension. Das wird mein letzter Eingriff in den Traum sein. Zieh näher! Cat hier drüben! Setz deine Kraft an mir ein! Moment, ich muss Gate und Cyr näher angreifen. Cat! Gate! Was hat Gate vor? Setz deine Kraft an mir ein. Setz deine Kraft an Gate ein. Führe den finalen Schlag aus. Ich gleite mal Richtung Gate. Aber was soll das jetzt? Heißt das, Gate opfert sich oder... obwohl, ich vermute, Geld wird die Kraft vervielfältigen. Er saugt die Kraft ein. Wir landen sicher in Montsandre und... Wow. Moment! Die Arche! Ah, das Raven! Okay. Cool, das heißt, Raven ist sozusagen jetzt da und hilft uns auch noch. Das heißt, Gate hat die Arche irgendwie zurückgeholt und Anemone reagiert nicht. Wir haben keine Wahl, wir müssen die Überbrückung aktivieren. Bedauerlich, aber notwendig. Anemone wird bei ihrer Explosion Montsandre vernichten. Es ist zwar etwas früh, aber man kann somit den Plan zur Bevölkerungseindämmung als eingeleitet ansehen. Bevölkerungseindämmung! Aha! Also hat er sowieso vor... Hier ist der Überbrückungsschalter, Bürgermeister. Vielleicht wollen Sie wenigstens vorwarnen. Verehrte Einwohner von Hexville, bitte evakuiert ruhig das Gebiet. Anemones Selbstzerstörungsfrequenz wurde eingeleitet. Denelika, wie kann er... Was macht er denn? Das schaffen Sie nie rechtzeitig. Denelika hat gerade ihr Todesurteil ausgesprochen. Oh mein Gott. Ach, jetzt haben wir auch noch ein Zeitlimit. Aber wir haben Raven auf unserer Seite, also... Kleinen Vorteil. Ah, jetzt machen wir auch allgemein überall an der Anemone Schaden, wie es aussieht. Dann wird eine Geschossattacke natürlich viel bringen. Jetzt. Ey, hörst du wohl auf zu drehen? Ein wandelnder Brummkreisel, du. Aber ich muss sagen, bislang ist das episch inszeniert. Absolut episch inszeniert. Reparaturen abgeschlossen. Seewespe ist wieder im aktiven Dienst. Junika! Die Navy haben Anemones Waffensysteme absorbiert. Es ist zu gefährlich, sich ihr zu nähern. Überlass das mir. Verschaff mir nur etwas Zeit. Junika, Raven, wir erledigen sie. Oh mein Gott, wir greifen zu dritt an. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass die Anemone der Endboss ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß ja nicht, wie dieses Spiel endet, deswegen
Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Anemone der Endboss ist. Aber es sieht einfach danach aus, weil es so ein langgezogener Bosskampf ist. Und weil wir Raven wieder geholt haben, beziehungsweise die Arche und die Kinder und Sasa und alle sind wieder da und... Bringen sie zu mir, ich mache sie fertig. Okay, ich fliege mal schnell zu Raven. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Ich hoffe jetzt... Locke Anemone hier rüber. Gut. Was? Das Feld um Anemone sieht gefährlich aus. Dann fliege ich erstmal lieber zu Junika. Mit dem Hintergrund hier ist viel zum Heilen. So, sie feuert erstmal was ab. Dass die Anemone erstmal stehen bleibt. Und jetzt muss ich zu... Jetzt muss ich zu Raven fliegen. Cat hier drüben. Ah, jetzt macht Raven noch was? Dass die Anemone wieder gestoppt wird. Cat, ihr Schild ist ausgeschaltet. Das ist deine Chance, tu es. Moment. 3 Minuten bis zur Selbstzerstörung. So, was ist jetzt wieder? Ach so, das heißt, die beiden stoppen sie einfach immer nur, wenn ich hinfliege. Wenn sie hinfliegen. Ah, jetzt verstehe ich, was ich tun muss. Das Feld um Anemone sieht gefährlich aus. Ja. Okay, wenn. Alles klar. Ich verstehe. Also, wenn wieder sich das Feld aufbaut, dann müssen wir dahin fliegen. Gute Taktik. Und vor allen Dingen, wir haben auch immer was zum Heilen. Okay, Raven, halt sie auf. Halt die Anemone auf, damit ich eine Geschossattacke machen kann. So. Okay, nein. Noch 2 Minuten bis zur Selbstzerstörung. So, Junika, du machst jetzt nebenbei auch noch was. So, was jetzt? Was? Junika macht auch noch mal einen Schlag, rammt das Ding in den Uhrenturm. Kommt Raven auch noch dagegen? Okay, es sieht wohl so aus, als wenn wir jetzt den finalen Schlag machen können. Weil die beiden die Anemone auf C-Kurs halten. Cat, jetzt! Du hast nur eine einzige Chance. Tu es! Junika, Raven, überlass das mir. Und da beginnt der letzte Schlag. Wir besiegen die Anemone. Endgültig. Hoffentlich. Wir haben wieder diese epische Form. Oh nein, die ist sogar noch epischer. Wir sind eine riesengroße Katze. So, und boah. Ist das krass inszeniert. Und die Anemone wird genau zu Podest geschleudert. Und explodiert da. Über Vent du Centre. Das ist ein nettes Feuerwerk. Und der Nelika hat seine gerechte Strafe bekommen. Immerhin wollte er die ganze Bevölkerung von Vent du Centre plötzlich auslöschen. Ich meine, was ist das bitte für ein Bürgermeister? Bevölkerungseindämmung. Ich gebe dem Bevölkerungseindämmung. Was geht gar nicht. Aber jetzt hat er die Anemone in seine Fresse gekriegt. Und...
Gravikönigin zurück und rettet die Stadt. Moment. Ist das schon die Credits? Bürgermeister Denelika im Krankenhaus. Bürger verlangen Rücktritt. Würde ich auch verlangen, wenn ich da Bürger wäre. Okay, das heißt, der Anemone war der Bosskampf. Verlorene Kinder schlafen noch immer. Wie schlafen noch immer? Und da ist Cat mit Cyanea. Und die Credits laufen. Okay, das heißt also... Raven! Was ist denn mit Raven? Was erfahren wir denn hier jetzt noch? Wie geht's den Kindern und Sasa? Ich weiß es nicht, sie schlafen, seit sie die Arche betreten haben. Und dabei seid ihr so weit gereist. Ich wünschte, wir könnten sie wecken. Das ist meine Schuld. Es hätte es eine andere Möglichkeit geben, sie zu drücken. Die Arche beschützt die Kinder, bis es Zeit ist zu erwachen. Das Produkt des Traums kommt zusammen und bringt es nicht zurück in die Welt, hä? Zumindest hat die Schöpferin mir das gesagt, dass ich dir das sagen soll. Ich hab's nicht ganz verstanden. Der Text geht zu schnell weg. Hä? Wir beide nur so, hä? Hey! Denn jetzt los? Ist das Eugene? Ja. Cat, magst du etwas Eiscreme? Oh, Sid! Und das Krankenhaus. Oder? Sieht zumindest eine aus, hat ein Kreuz dran. Das klingt normalerweise nach Krankenhaus oder so. Was? Ein Kern? Ist das ein Navy-Kern? Was? Nein, der Schiff da kann doch nicht etwa. Was? Commander, Sie sollten im Bett bleiben. Alles ist unter Kontrolle, auch Soldaten brauchen Ruhe. Kann sein, aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wie bitte? Und ein Vorbote der Zerstörung wird aus der Höhe hinabsteigen. Hä? Oh, da sind Echo und Newt. Die Arche hat ihre Reise beendet und die Wolkenstadt ist wieder zurückgekehrt. Ich hab's nicht richtig. Navy wurden nicht mehr gesichtet. Die Bedrohung schien endlich vorüber. Oh, und Cyanea bietet Raven ein Eis an. Ich wartete darauf, dass der vergessene Stamm der Kinder erwachte, während ich versuchte, den Augenblick der Ruhe zu genießen. Der Frieden ist nie von Dauer und manche Kämpfe nehmen kein Ende. Im Übrigen, das Lied im Hintergrund, falls ich es drin lassen kann, ich denke weniger, ist total toll. Auch wenn die Übersetzung, die im Pamphlet, glaube ich, beilag, das habe ich irgendwie im Internet gelesen, sehr lustig ist. Es ist übrigens auch eins meiner Lieblingslieder aus dem Soundtrack. Habe ich mir die ganze Zeit auch schon privat angehört, weil ich nicht wusste, dass das in den Credits kommt. Ich habe das Lied einfach nur gehört, als ich nach der Endkartenmusik gesucht habe. Und okay, das war die Credits-Musik. Die Credits sind auch verdammt kurz. Daten auch nach Spielabschluss speichern. So kannst du die Welt auch nach Abschluss des Spiels weiterkunden. Ja, gerne. Heißt das, es gibt noch ein Postgame? Und nicht wundern, ja, ich fange wieder von vorne an, die Speicherdateien zu überschreiben. Das waren meine ersten Saves vom Projektanfang. Und okay, wir sind jetzt hier einfach im... Interessant, einfach wieder da und keine Ruhe den Rechtschaffenden abgeschlossen. Dann gehe ich einfach jetzt wieder rein. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich muss echt sagen, dieser Endboss war übelst genial. Generell die ganze Inszenierung dahinter, auch wie Denelika zur Rechenschaft gezogen wurde, in Anführungsstrichen. Dann die Zusammenarbeit mit Raven, mit Junica, dass Gate sich eingemischt hat, dass Cyanea sich eingemischt hat, dann, dass Cat stellenweise nicht mehr verfügbar war, in Anführungsstrichen. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Und was? Friedvolles Hexeville. Da jetzt Frieden in Hexeville herrscht, kannst du in der Stadt alle Missionen beenden, die du zuvor ausgelassen hast. Du kannst auch zu Hause mit Gate oder Cyanea sprechen, um in die Vergangenheit zu reisen. Und der Ruf hat sich nochmal verbessert. Ruf Gravikönigin. So, Story-Mission Episode 21. Keine Ruhe, den Rechtschaffenden abgeschlossen. Zusammen mit Raven und Junica konnte ich die Stadt retten. Es würde lange dauern, bis sie sich von allem erholt hätte, aber die Navy waren weg und ich hörte die Menschen wieder lachen.
Während ich darauf wartete, dass die Kinder auf der Arche aufwachten, bekam ich Lust, herumzuspazieren und den wohlverdienten Frieden zu genießen, der endlich in Hexeville Einzug gehalten hatte. Ah, das heißt also... Aha, jetzt können wir also auch unsere Gesundheit aufs Maximum erhöhen, oder was? Das ging vorher nämlich nicht. Das ist wohl sozusagen die Belohnung, in Anführungsstrichen, fürs Postgame. So, und was passiert, wenn ich jetzt mit Cyanea rede? Nein, nach Botum will ich jetzt nicht reisen. Und wenn ich mit Gate spreche, was ist dann? Nein, dann muss ich in alle Zwischendimensionen. Aber was, was habe ich denn jetzt noch in Hexeville? Weil die Herausforderungsmissionen haben wir alle gemacht. Gibt es denn noch irgendwas Storytechnisches? Weil die Nebenmissionen haben wir auch gemacht. Ist das jetzt der letzte Part Gravity Rush? Ja, wenn ich nichts mehr habe, was soll ich denn dann noch machen? Was ist denn ein Wandressant? Hier sind auch nur... Hier sind auch keine Gespräche mehr. Nur noch Transportmittel. Also ich könnte jetzt wirklich nur noch... Okay. Dann scheint das wohl sozusagen der letzte Part Gravity Rush zu sein. Ja, Kette, rang dich nochmal in eine Mauer. Ich weiß, das ist schockierend für dich. Das ist aber auch jetzt sehr kurzfristig für mich gekommen. Ganz ehrlich, ich wusste ja nicht, dass es schon endet. Also ich habe gedacht, es geht so aufs Finale zu und dann ging alles Knall auf Fall und bombastisch inszeniert und ich denke, da das hier der letzte Part Gravity Rush sein wird, traurig. Traurig, wie es ist. Es wird der letzte Part sein. Mit 46 Parts ist dann Gravity Rush abgedreht, sofern ich nicht noch irgendwas splitte. Nein, ich will weder nach Botum noch sonst irgendwo hin. Ich will mich eigentlich nur irgendwo hinstellen und naja. Mich irgendwie hinstellen oder so und. Und reden. Am besten wäre tatsächlich, ich würde nochmal den Ort wiederfinden, wo Cat und Dusty sich getroffen haben. Das wäre eigentlich somit das Beste, was man machen könnte. Aber ich glaube, das lasse ich. Ich denke, ich suche mir einfach nur... Ja, genau. Ich nehme den Old Noir Brunnenplatz. Da hat alles so ein bisschen angefangen. Auch unter anderem hier in Old Noir und... Ich denke, dann werde ich auch noch so ein kleines Fazit zu Gravity Rush abgeben und dann werde ich das Let's Play schön ausklingen lassen. Mit dem schönen Fazit und dann langsam zum Ende kommen. Weil das ging einfach auch alles so verdammt schnell, dass man auch so gar nicht mehr hinterherkam, so ein bisschen. Das muss man dazu sagen. Oh, vielleicht suche ich doch nochmal den Punkt, wo wir Cat getroffen haben. Also wo Cat damals aufgewacht ist. Ich denke, das ist ein ganz guter Punkt. Es da zu beenden, wo wir es angefangen haben. Ich kann ja unterwegs schon mal mein Fazit geben. Erstmal mein Fazit zum Finale. Also, der Kampf gegen die Anemone war übel geil. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll als übel geil. Weil mir fehlen die Worte. So toll war es. Und, oh, wen haben wir denn da? Eine Reisende! Stimmt, euch haben wir ja noch nicht alle gesehen. Wie lange durchwandere ich schon diese Welt? Als ich klein war, hat meine Mutter mir von Leuten erzählt, die einen Gravitationssturm weggetragen hat. Sie kehrten zurück, als sei nichts geschehen. Sie haben erzählt, dass sie im Sturm von einem hellen Licht umgeben waren, bevor sie das Bewusstsein verloren und einschliefen. Als sie erwachten, waren sie wieder in ihren Häusern. Manchmal frage ich mich, ob das ja auch ein Traum ist. Und wenn ich aufwache, bin ich wieder mit meinem Mann zusammen und alles ist normal. Wo ist der nur? Warum kann ich nicht aufwachen und zu Hause sein? Wenn du mich hören kannst, ich hoffe, du findest. Oh. Ich möchte ja am liebsten noch die Reisenden irgendwie die Geschichte zu Ende hören. Ob ich vielleicht noch ein... Vielleicht ist dann das doch nicht der letzte Part, sondern dass ich mir noch so die letzten Reisenden-Geschichten nochmal anhöre. Das wäre vielleicht noch eine Idee, diese vier... Aber das würde ich dann gesondert machen, irgendwie ein Special Part oder sowas. Also, zunächst einmal mein Fazit zum Finale. Zu diesen letzten zwei Missionen, die wir da hatten. Story Mission 20 und 21. Also, ich fand's geil, wie viel Teamwork man wirklich bei der Anemone im Kampf hatte.
Weil man hatte. Cyanair hat sich eingemischt, Gate hat sich eingemischt. Wir haben mit Raven und mit Junica zusammengekämpft. Wir haben kurz davor noch gegen Junica gekämpft. Und dann plötzlich, weil sie sagt, ich muss die Ehre des Militärs verteidigen, helfe ich. Das fand ich auch geil, dass sie dann wirklich so diese Motivation hatte, auch noch Cat zu helfen. Ich fand's genial inszeniert, auch mit den Cutscenes, mit den Attacken. Es sah einfach toll aus. Und vor allem, wie Gate auf einmal seinen Mantel aufmacht, Cat reinschießt und boom, kommt die Arche raus. Was mich wundert ist, wieso schlafen die Kinder? Wieso machen die nicht auf? Wieso schlafen Sasa und die anderen? Das hätte ich gerne, da hätte ich gerne Erklärung zu, aber vielleicht wird das alles in Teil 2 erklärt, weil Gravity Rush hat ja einen zweiten Teil. Den habe ich allerdings noch nicht. Er ist schon draußen zu dem Zeitpunkt, wo ich das Finale aufnehme. Sogar schon etwas länger. Ich glaube, der Story-DLC müsste sogar bald kommen. Also, es gibt bei Gravity Rush 2, wie ich später erfahren habe, einen kostenlosen zusätzlichen DLC, der eine zweite Story erzählt. Mit einem anderen Charakter. Ich will hier an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Ich weiß es auch nur aus dem Trailer. Deswegen, ja, weiß ich da so ein bisschen was drüber. Und, ich habe mir aber auch nicht mehr angesehen als die Trailer. Ich spoiler mir auch Gravity Rush 2 nicht, weil ich es noch spielen will. Definitiv. Also der erste Teil hat mir so gut gefallen, dass ich sagen kann, ich hole mir den zweiten. Das war ja damals auch der Grund, warum ich Gravity Rush Remastered überhaupt anfangen wollte. Ich wollte wissen, ob der zweite Teil, der sich in Entwicklung befindet, gut ist. Weil ich so viel Gutes von der Vita-Version von Gravity Rush gehört habe. Und als dann das Remaster kam, habe ich das dann nachträglich zu Weihnachten geschenkt bekommen und dann hat sich das alles so hingezogen und dann habe ich irgendwann das Let's Play angefangen und ich habe es jetzt abgedreht und es ist, glaube ich, jetzt erst bei Part 16 hochgeladen. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch wieder andere Gründe hat, aber auf die will ich jetzt nicht eingehen. Ich gehe wieder zurück zum Finale, ich bin wieder abgedriftet, sorry. Ich fand es einfach geil inszeniert, das Finale. Allerdings ein bisschen zu plötzlich. Weil ich habe zwar realisiert, okay, wir gehen auf das Ende zu, aber nicht, dass es dann bum 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 Plot-Twist nach Plot-Twist und dann plötzlich sind wir durch. Und es kommen die Credits. Das war ein bisschen zu abrupt. Okay, mit Ankündigung, man hätte es sich so ein bisschen denken können, aber es war ein bisschen zu abrupt. Muss man wirklich sagen. Wen ich richtig asozial fand, war Adero. Muss ich ehrlich auch dazu sagen. Also, er hat sich vor Cat wirklich wie dieser schüchterne, tollpatschige Vollidiot hingestellt und dann hinterrücks ist er so ein kleines Arschloch. Sowas mag ich gar nicht. Und Adero ist deswegen bei mir auch unten durch. Fast so sehr unten durch wie Denelika, der meinte, ja, wir sprengen mal ganz, wir sprengen mal das ganze Stadtzentrum. Dann haben wir ja sowieso schon die Bevölkerungseindämmung eingeleitet. Die sind für mich beide nicht mehr ganz dicht. Muss ich wirklich sagen. Einfach so, ja, bitte evakuiert ruhig und sicher. Aber wir explodieren. Aber es explodiert hier alles in 5 Minuten. Nein. Also ich muss dazu auch sagen, das finde ich von der Seite der Villain-Darstellung her auch nicht so optimal. Aber es passt. Also der Rest der Story hat so gut gepasst. Es war halt zu abrupt. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr darauf hinleiten können. Vielleicht noch eine Story-Mission irgendwie dazwischen, die auch so ein bisschen auf Denelikas Motive so ein bisschen mehr andeutet. Man hat zwar ein bisschen über Raven mitbekommen, dass sie zum Beispiel auch von Denelika benutzt wurde, aber es ist alles nur angeschnitten worden. Ich weiß nicht, wie viele Antworten tatsächlich der zweite Teil darauf liefern wird. Ich bitte euch auch, es nicht in die Kommentare zu schreiben. Spoilert mich nicht. Nein. Ja, ich hätte mir da ein paar Antworten mehr gewünscht. Also ich verstehe zwar die Story. Die Story ist auch gut. Also an sich, sie hat bloß ein bisschen viele Plotholes. Halt, weil so viele Fragen nicht geklärt sind. Da ich aber davon ausgehe, dass vielleicht ein Teil davon im zweiten Teil beantwortet wird, unter anderem wer zum Beispiel Cat wirklich ist. Das ist ja auch von Cyanair nur angeschnitten worden. Und ich hoffe mir einfach, dass der zweite Teil mir dann meine Fragen beantwortet, die ich halt wirklich noch zur Story habe. Und deswegen lasse ich das sozusagen ein kleines bisschen ruhen. Und frage nicht so viel nach, weil
da steht der zweite Teil aus. Der kann Fragen beantworten. Und je nachdem, wie der zweite Teil dann weitergehen wird und wie viel der zweite Teil auch wirklich ausrichten wird, daran mache ich dann fest, wie gut mir die Story gefällt. Also bislang ganz gut, aber Plotholes und ich warte Teil 2 ab. Das ist mein Fazit. Generell, was Gravity Rush so als Spiel angeht, cool. Ist ein toller Port von der Vita. Man merkt ihm noch an, dass es ein Vita-Port ist, aber nicht allzu sehr. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch betrachte, das kriege ich auch von anderen zu hören, ist die Steuerung. Sie ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich jetzt an sie gewöhnt, das hat auch viel mit Übung zu tun. Aber sie ist sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Und stellenweise nicht sehr ganz genau. Ich hoffe, dass das im zweiten Teil ein bisschen gefixt ist. Ich habe die Demo angespielt. Ein bisschen scheint es noch verbessert worden zu sein, aber nicht viel. Es ist halt immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Klar, gut, ich kam damit jetzt ganz gut klar, aber man hat am Anfang gesehen, wie ich mit der Steuerung klarkam und das war gar nicht. Das ist unter anderem jetzt auch der Grund, warum ich Gravity Rush jetzt auch so stark im Vorrat vorgedreht habe und so schnell abgedreht habe. Damit ich nicht einfach wieder aus der Steuerung draußen bin. Muss ich dazu sagen, das habe ich extra so gemacht. Einmal deswegen und einmal, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht und weiterzocken wollte. Und ja, bumps, war ich beim Finale. Sowas passiert. Wenn man sich halt nicht zurückhalten kann beim Zocken. Ansonsten, ja, was kann ich sonst noch zu Gravity Rush sagen? Ich bin echt gespannt, wie der zweite Teil wird. Weil der erste war schon Bombe. Und das hier ist nur ein Port. Ich finde es im Übrigen bei der PS4-Version auch gut, dass sie nochmal die DLC-Pakete mit reingepackt haben. Ich fand den Schwierigkeitsgrad auch gut. Also, natürlich, die Steuerung hat viel vom Schwierigkeitsgrad hinzugepackt. Gerade solche Missionen wie das Energierennen in Plejeun. Oder die letzte DLC-Mission, dieses Spezialeinheitenpaket. Das ist mir so in Erinnerung geblieben als richtig schwer. Und gerade das Energierennen in Plejeun ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich es vor dem Finale nochmal versucht habe, um ein paar Juwelen zu bekommen. Was ich auch cool finde, ist das Rufsystem, dass man da auch wirklich, also dass man den Ruf hat und dass der Ruf dann auch teilweise mit den ganzen Werten zu tun hat. Ich finde die indirekten RPG-Elemente toll, dass man halt nicht selber ein Level hat, sondern halt nur den Ruf, der sich dann immer wieder verbessern kann und dann, dass man über die Juwelen seine Stats verbessert. Seine Angriffsstats, seine Attacken und so weiter. Ich finde das gut. Es ist mal ein anderer Ansatz auf das normale Leveling-System. Und vor allen Dingen, man kann sich das dann selber aussuchen. Erinnert so ein bisschen an Skilltrees, was ich auch ganz gut finde. Es ist ein System, was ich sehr gerne mag. Neben normalem Leveln. Und ja, deswegen gefällt mir das Gameplay-weise auch ganz gut. Ich finde die Herausforderungsmissionen toll. Natürlich, viele Objektiven wiederholen sich, aber es ist trotzdem spaßig gestaltet. Manchmal auch ein bisschen nervig und frustrierend, gerade auch mit den Zeitvorgaben. Aber sie sind gut. Und ich fand es auch gut, dass ich dann so zur Mitte des Let's Plays dann auch wirklich angefangen habe, die Mission ein bisschen intensiver zu machen. Ja, ich weiß, ich habe auch in den Kommentaren darauf nochmal Hinweise bekommen. Ich habe es dann aber trotzdem schon von alleine gemacht, weil ich einfach auch ein bisschen mehr machen wollte. Weil ich diese Welt auch erkunden wollte. Generell die Welt von Gravity Rush, die einzelnen Stadtteile, finde ich geil. Mein Favorit ist bis heute immer noch Plejeun. Wird es auch bleiben, denke ich, weil Plejeun hat eine geniale Musik. Ich finde einfach das Setting von Plejeun auch ziemlich cool. Ich meine, Vergnügungsviertel und daneben eine Eliteschule. Das ist eine sehr interessante Kombination. Und dazu kommt dann noch diese chillige Musik. Oh, ich feiere die Musik von Plejeun. Generell, Soundtrack ist auch von Gravity Rush ziemlich gut. Also es ist jetzt nicht so wirklich hundertprozentig top-notch, aber es passt immer zur Stimmung. Es gefällt mir auch immer. Ich habe auch den ein oder anderen Titel, den ich sehr feiere. Ich finde es auch geil, dass man für Gravity Rush eine eigene Sprache genommen hat. Was kann ich denn sonst noch jetzt vielleicht an Negativsachen noch so machen? Weil ich bin eigentlich immer so der Typ, ich möchte gerne Positives und Negatives mit rausholen. Was könnte ich denn bei Negativ noch sagen? Negativ, das ist aber Meckern auf hohem Niveau. Ich mag Ketzlauf-Animation nicht. Also diese normale Animation, die hier. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen gekünstelt aus.
Aber das bin nur ich, denke ich. Das sieht einfach weird aus. Und ich fand übrigens auch, jetzt wo wir doch gerade hier sind, liegt hier eigentlich noch der Apfel? Ja, der liegt hier sogar noch. Unser Äpfelchen. Hier hat Cat gelegen. Hier hat sie... Hier ist sie hier ist sie aufgewacht in Hexeville. Aber gut, ich würde sagen, wir beenden es, wie wir es angefangen haben. Mit einem Mädchen, einer Katze und einem Apfel. Hier in diesem kleinen Park in Old Moor. Mitten in Hexeville. Dieser wunderschönen Stadt. In diesem wunderschönen Spiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald in einem neuen Let's Play. Bis dann, Leute. Bye, bye.